Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Manuel und im heutigen Video beschäftigen wir uns damit, wie wir unsere Apps sortieren und die ersten Einstellungen vornehmen. Im letzten Video sind wir darauf eingegangen, wie wir Apps herunterladen und installieren. Heute wollen wir darauf eingehen, was passiert, wenn sich unser Smartphone immer mehr mit Apps füllt und wie wir diese am besten sortieren. Fangen wir dazu mit meinem Android-Gerät an. Auf meinem Samsung Galaxy S8 haben wir, wie beim letzten Video schon kurz angerissen, die Möglichkeit, uns alle Apps anzeigen zu lassen. Dafür wischen wir einfach von unten nach oben. Hier werden uns nun alle Apps angezeigt, die wir bisher installiert haben, und wir haben die Möglichkeit, diese auszuwählen. Wenn wir nun Apps auf unseren Startbildschirm platzieren wollen, funktioniert das wie folgt. Wir nehmen eine App, halten sie gedrückt und es erscheint ein Menü. In diesem Menü können wir nun zu Start hinzufügen auswählen. Drücken wir da drauf, wird uns die App nun zu unseren Startanwendungen hinzugefügt. Wir können also hier wieder in die verschiedenen Richtungen wischen, um zwischen den Fenstern zu wechseln, und haben die App nun hier in unseren Startfenstern. Wenn wir die App nun verschieben wollen, funktioniert das dadurch, dass wir die App gedrückt halten und in dem Moment, wo wir sie gedrückt halten, können wir sie auch verschieben. Wir sehen, wir haben hier schon kleine Silhouetten, die uns anzeigen, wo die App dann letztendlich platziert wird, und lassen wir sie los, landet sie genau dort. Wollen wir die App nun zwischen den Fenstern verschieben, halten wir sie wieder gedrückt und ziehen sie ganz an den Rand und springen dann von einem Fenster zum nächsten, bis wir in dem Fenster angekommen sind, in dem wir die absetzen wollen, und platzieren sie dann da, wo wir sie eben hinhaben möchten. Wenn wir die App nun gedrückt halten und loslassen, haben wir die Möglichkeit, hier ein kleines Menü auszuwählen. Das heißt, wollen wir die App wieder vom Startbildschirm entfernen, drücken wir hier drauf. Wollen wir die App direkt deinstallieren, haben wir dazu auch hier die Möglichkeit. Haben wir Apps auf unserem Startbildschirm platziert, kann es irgendwann ziemlich voll werden. Wenn wir Apps in Ordnern sortieren wollen, funktioniert das wie folgt. Wir wählen wieder eine App aus, halten sie gedrückt und schieben sie auf eine andere App drauf. Lassen wir los, entsteht sofort ein Ordner. Diesem Ordner können wir direkt einen Namen geben, indem wir hier oben auf Ordnernamen eingeben tippen und haben nun die Möglichkeit, uns einen beliebigen Namen auszuwählen. Ich nehme jetzt einfach mal Ordner, drücke dann auf OK hier unten. Und damit bestätigen wir. Wir können Ordnern auch Farben geben. Dazu drücken wir hier oben auf den kleinen Kreis und haben nun die Möglichkeit, zwischen verschiedenen vorausgewählten Farben und, wenn wir hier ganz außen rechts drücken, eben uns selber eine Farbe einzustellen. Haben wir das getan, drücken wir auf Fertig und schon hat der Ordner, wenn wir unten auf Zurück gehen, eben diese bestimmte Farbe, die wir uns gerade ausgewählt haben. So einfach funktioniert das bei Android. Wie das Ganze bei Apple aussieht, das gucken wir uns jetzt an. Bei unserem iPhone haben wir nun im Vergleich zum Samsung-Handy nicht die Möglichkeit, alle Apps an einem bestimmten Ort zu finden, sondern sie befinden sich bei uns direkt auf den Startbildschirmen. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit, wieder hin und her zu wischen und zwischen den verschiedenen Seiten zu wechseln. Während man bei Android eine App auswählen kann, um diese zu verschieben, haben wir bei unserem iPhone die Möglichkeit, alle Apps in einen Bewegungsmodus zu bringen. Dafür wählen wir eine App aus und halten auch hier gedrückt. Und wir merken dann irgendwann, fangen alle Apps ganz leicht an zu wackeln. Das bedeutet, wir können sie nun entfernen, indem wir auf das kleine X drücken. Wichtig ist hier zu wissen, das entfernt sie nicht vom Startbildschirm, sondern direkt vom Handy. Das heißt, wir deinstallieren die Apps in dem Moment. Drücken wir hier oben drauf, werden wir aber nochmal gefragt, wollen wir die App wirklich löschen? In diesem Fall nicht, also drücken wir auf Abbrechen. Jetzt, wo die Apps im Bewegungsmodus sind, können wir sie durch Gedrückthalten verschieben. Wir sehen hier, im Vergleich zum Android-Smartphone, sind die Apps nicht frei auf dem Bildschirm platzierbar. Das heißt, lassen wir hier unten los, rutscht die App direkt ans Ende der Liste. Und so funktioniert das Ganze auch. Die Liste baut sich im Grunde von oben nach unten auf. Wollen wir den Bearbeitungsmodus nun verlassen, wählen wir hier oben den Button Fertig aus und gelangen dann wieder auf unseren Startbildschirm. Wollen wir nun Apps zu Ordnern zusammenfügen, machen wir das Ganze ähnlich wie bei dem Bewegen. Wir drücken wieder eine App, wählen den Bewegungsmodus aus und können dann hier ähnlich wie bei unserem Android-Gerät die Apps übereinander ziehen und in dem Moment entsteht ein Ordner. Den können wir dann benennen. Hier wird uns direkt ein Titel vorgeschlagen, den können wir aber mit dem kleinen X hier direkt ändern und nennen auch diesen einfach Ordner. Da haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Seiten eben auszuwählen. Wenn wir da genug Apps drin haben, dass der Ordner eben voll ist,
drücken wir wieder einfach auf den Bildschirm, verlassen wir den Ordner und haben nun die Möglichkeit, hier oben wieder auf Fertig zu klicken. Neben den ganzen Apps, die wir auf unserem Startbildschirm platzieren und benutzen können, haben wir die Möglichkeit, sogenannte Widgets hinzuzufügen. Widgets sind im Grunde kleine Fähigkeiten, die die verschiedenen Apps haben. Das heißt, die Wetter-App, die wir hier oben sehen, zeigt uns, sobald wir da drauf tippen, das Wetter für unsere Umgebung an. Wir haben nun aber auch die Möglichkeit, uns das Wetter einzeln, ohne auf die App tippen zu müssen, anzeigen zu lassen. Dazu wischen wir auf unserem iPhone nach rechts und gelangen dann hier in die Einstellungen der Widgets. Wir sehen hier die verschiedenen, die uns zur Auswahl stehen und haben ganz unten die Möglichkeit, auf Bearbeiten zu klicken. Und hier können wir nun die verschiedenen Widgets anordnen, indem wir ganz außen rechts die Balken gedrückt halten und die Widgets verschieben oder neue hinzuzufügen, indem wir hier nach unten gehen und eben auf das Plus-Symbol drücken und dadurch Widgets zu unseren angezeigten eben hinzufügen. Wollen wir eins entfernen, drücken wir einfach wieder auf das Minus und auf Entfernen und dann ist das Widget wieder unten in der Liste drin. Sind wir damit durch, drücken wir auch hier wieder auf Fertig und gelangen dann wieder in unsere Liste. Während die Anordnung bei unserem iPhone relativ übersichtlich war, haben wir bei unserem Android-Smartphone mehr Möglichkeiten, Widgets und auch Apps anzuordnen, wie wir eben schon grob gesehen haben. Wir haben hier die Möglichkeit, Widgets hinzuzufügen, indem wir gedrückt halten und dann in einen Bearbeitungsmodus für unsere verschiedenen Seiten gelangen. Wir haben dann hier unten die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zwischen Startseiteneinstellungen, Widgets, Themes und Hintergründe. Über Hintergründe und Themes können wir quasi das Aussehen unseres Hintergrunds bearbeiten und über Widgets können wir eben neue Widgets hinzufügen. Da tippen wir jetzt auch mal drauf und gelangen dann eben in die Auswahl. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Apps, für die es eben Widgets gibt. Und wenn wir uns da eine ausgewählt haben, wir wollen zum Beispiel einen Kalender hinzufügen auf unseren Startbildschirm, tippen wir hier auf Kalender und sehen dann auch direkt, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können uns zum einen die Monate in einem 4x4 Kalender anzeigen lassen oder eben eine Terminübersicht, da haben wir dann alle Termine untereinander aufgelistet. Und je nachdem, für was wir uns entscheiden, das halten wir dann gedrückt und gelangen dann auf den Bildschirm, wo wir die Widgets eben platzieren können. In dem Moment, wo wir die Widgets platziert haben, sind wir immer noch im Bearbeitungsmodus. Das heißt, wir können mit diesen kleinen Punkten, die wir hier außen sehen, die Größe der Widgets noch anpassen. Ziehen wir sie zur Seite oder nach unten, können wir die Größe anpassen. Es gibt da eine Maximalgröße, die ist eben der Bildschirm, und es gibt eine Minimalgröße, die wird uns dann angezeigt, wenn wir hier in den roten Bereich kommen. Größer und kleiner geht es eben nicht. Und dann können wir die Widgets aber, wie wir wollen, hier eben anpassen, um entsprechend Apps daneben platzieren zu können oder andere Widgets auf dem Bildschirm zusätzlich zu platzieren. Haben wir das getan, tippen wir wieder einfach auf den Bildschirm und gelangen so aus dem Bearbeitungsmodus heraus. Nachdem wir nun wissen, wie wir Apps anordnen und sortieren können, wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie wir die Grundeinstellungen unseres Smartphones bearbeiten. So können wir zum Beispiel die Helligkeit unseres Bildschirms einstellen oder die Lautstärke unseres Smartphones. Und zur Lautstärke kann man direkt sagen, dass es hier an der Außenseite unseres Smartphones ein Bedienelement gibt, das wir entweder nach unten oder nach oben betätigen können, um damit die Lautstärke des Smartphones eben einzustellen. Das ist meistens entweder auf der linken oder rechten Seite, aber in jedem Fall immer außen. Das heißt, sind wir jetzt in unserem Smartphone drin, können wir durch das Tippen hier auf der Seite, und wir sehen das jetzt auch direkt auf dem Bildschirm angezeigt, die Lautstärke erhöhen und verringern. Das Ganze wird dann eben hier angezeigt, damit wir sehen, wie laut unser Smartphone gerade ist. Und wenn wir es ganz leise haben, wird auch direkt hier angezeigt, jetzt hören wir nichts vom Smartphone, es ist also komplett leise. Weiterhin haben wir natürlich auch die Möglichkeit, uns das Ganze in den Einstellungen anzeigen zu lassen. Dafür gehen wir auf die Einstellungs-App und haben nun eben die Möglichkeit, hier unter Töne und Vibration den Tonmodus einzustellen. Das heißt, wir können generell einstellen, soll unser Handy Geräusche machen, wenn wir angerufen werden oder eine Nachricht bekommen. Wollen wir, dass unser Handy vibriert, sobald wir eine Nachricht bekommen, oder wollen wir eben, dass es gar keine Geräusche von sich gibt und komplett ruhig ist? Das können wir hier einstellen und haben hier auch die Möglichkeit, eben das Ganze dann zu variieren. Dazu können wir hier natürlich auch noch Klingeltöne und Vibrationsmuster einstellen, das heißt, wie unser Handy vibriert, wenn wir verschiedene Nachrichten bekommen. Eine weitere Möglichkeit, die Töne zu variieren und unsere Bildschirmhelligkeit einzustellen, geht über die sogenannte Schnelleinstellungsleiste. Die erscheint, indem wir von oben nach unten über unser Smartphone wischen. Wichtig ist dabei, von ganz oben zu wischen und nicht irgendwo in der Mitte.
Das heißt, wir können von ganz oben nach unten wischen und haben nun eben dieses Menü hier zur Auswahl. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben hier oben Möglichkeiten, Dinge ein- oder auszustellen. Da haben wir zum Beispiel ganz vorne das WLAN. Wir haben hier neben direkt die Einstellung zur Tonbearbeitung. Das heißt, wir können, wenn wir da drauf tippen, einstellen, wollen wir eben Ton haben, wollen wir Vibration haben oder wollen wir, dass unser Handy lautlos ist. Daneben sehen wir die Bearbeitungseinstellung für Bluetooth und wir haben hier noch andere Sachen, auf die wir in folgenden Videos auf jeden Fall nochmal eingehen werden. Wichtig an dieser Stelle ist jetzt die Leiste hier unten und zwar können wir hier unsere Bildschirmhelligkeit eben variieren. Das heißt, wir sehen, der Bildschirm wird entweder dunkler oder heller. Wenn wir ganz oben sind, kriegen wir auch die Nachricht, dass es eben sehr hell ist und das ist für den Stromverbrauch nicht gut. Deswegen wird uns da nochmal extra signalisiert. So, hier sind wir jetzt im roten Bereich und können da wieder rausgehen. Wollen wir die Leiste wieder schließen, schieben wir sie einfach nach oben. Wichtig an dieser Stelle ist vielleicht auch zu erwähnen, dass wir in dieser Leiste alle Einstellungen angezeigt bekommen, die wir im Moment ändern können. Das heißt, es werden uns auch Informationen zu Software-Updates beispielsweise angezeigt oder wenn wir eine App installiert haben oder deinstalliert haben. Bei unserem iPhone sieht das Ganze ähnlich aus. Auch hier haben wir am Rand eben zwei Tasten, mit denen wir die Lautstärke erhöhen oder verringern können. Wenn wir sie ganz verringert haben, ist eben hier die Lautstärke stumm. Das wird uns auch angezeigt. Wenn wir sie höher machen, sehen wir hier, dass sich auch die Lautstärke eben auf dem Bildschirm erhöht. Zusätzlich haben wir beim iPhone, bei den meisten Geräten, bei ganz alten Geräten ist das nicht der Fall, die Möglichkeit, hier einen kleinen Schalter umzulegen. Wenn wir diesen Schalter umlegen, wird uns hier angezeigt, dass entweder der Klingelton aktiviert ist oder, wenn wir ihn nach unten tippen, der Klingelton auf lautlos gestellt ist. Das heißt, hier können wir während eines Meetings direkt, ohne in die Einstellung gehen zu müssen, den Ton ein- oder ausschalten. Ebenfalls wie bei Android haben wir auch hier die Möglichkeit, eine Schnelleinstellungsleiste auszuwählen. Die funktioniert wie folgt, und zwar indem wir auch hier von oben nach unten wischen. Wichtig zu wissen ist, dass sich hier bei dem Wischen von oben nach unten zwischen zwei Einstellungen unterschieden wird. Zum einen haben wir auf der rechten Seite die Möglichkeit, unsere Schnelleinstellungsleiste herunterzuziehen. Wenn wir nach oben wischen, verschwindet sie wieder. Und wir haben auf der linken Seite die Möglichkeit, unsere Mitteilungszentrale herunterzuziehen. Hier wird uns ebenfalls, so wie bei Android, auch angezeigt, wenn uns Apps irgendwelche Benachrichtigungen schicken wollen. Wir wollen aber jetzt wieder auf die Schnelleinstellungsleiste und haben hier dann die Möglichkeit, auch WLAN oder Bluetooth ein- und auszustellen. Wir können hier zwischen den verschiedenen Lautstärkeoptionen wechseln, indem wir dieses Symbol hier nach oben oder unten ziehen. Wir haben hier auch die Möglichkeit, unsere Musik direkt zu steuern. Und was wir hier auch können, ist eben die Helligkeit anzupassen, auf heller oder dunkler. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, in unsere Kamera zu wechseln. Wir können einen Taschenrechner öffnen oder eben auch eine Stoppuhr. Ebenso wie bei Android haben wir natürlich auch bei unserem iPhone die Möglichkeit, diese Einstellungen über die Einstellungs-App zu ändern. Das heißt, wir gehen dazu auf die Einstellungs-App und haben hier dann eben die Möglichkeiten, Töne und Haptik oder Anzeige und Helligkeit einzustellen. Wir tippen dazu auf den jeweiligen Bereich und können hier eben die Helligkeit anpassen, wie wir es wollen. Gehen wir zurück und auf Töne und Haptik haben wir auch hier die Möglichkeit, unsere Töne anzupassen. Das Ganze sogar direkt mit Sound, sodass wir hören, wie laut das Handy sich eben verhalten würde, wenn wir einen Anruf bekommen. Zusätzlich können wir hier eben auch noch einstellen, ob unser Smartphone bei Klingelton vibrieren soll. Das heißt, wenn wir angerufen werden und den Klingelton hören, ob es zusätzlich vibrieren soll und ebenfalls, ob es bei lautlos auch vibrieren soll, wenn wir angerufen werden. Wir haben also nun gelernt, wie wir die ersten Einstellungen in unserem Smartphone anpassen und ändern können. Ich würde, wie schon gesagt, jedem empfehlen, sich einmal durch die kompletten Einstellungen durchzuschauen, um einfach zu gucken, welche Möglichkeiten wir generell auf unserem Smartphone haben. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch.